Leute, was geht ab? Hier spricht wieder euer Random Life und heute sind wir in einer Großstadt im hohen Norden unterwegs und das, was wir hier gesehen haben, ich war gerade schon mal drin, hat mir wirklich den Atem verschlagen. Das Bauwerk ist nicht sehr groß, aber dafür ziemlich interessant, weil noch ganz, ganz viele Sachen da drin sind. Und das, was euch jetzt gleich erwarten wird, zeige ich euch ganz kurz in einem Mini-Intro. Dankeschön und bis gleich. Wir gehen jetzt mal in das Bauwerk rein und wir müssen ein bisschen aufpassen, weil hier ist alles voller Häuser und Anwohner und wir wollen natürlich nicht gesehen werden, aber ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal dahin. So, da können wir auch schon das Bauwerk sehen. Ich habe mir erst gedacht, da kommen wir wahrscheinlich gar nicht rein, aber ja, selbst ich komme da wahrscheinlich durch. Also ich würde sagen, das ist ein Splitterschutzgraben oder ein Deckungsgraben oder vielleicht auch einfach nur Munitionsstollen. Schwierig zu sagen. So, hier müssen wir dann auch nochmal rüber. Das sollten wir doch gut hinkriegen. Ich habe es ja dann auch schon geschafft. Okay. Also, wir sind jetzt drin im Bauwerk. Schauen uns gleich mal direkt um. Und das hier ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch gleich erwarten wird. Leuchtspur, Zerlegergeschoss. Unglaublich, oder? Also wir haben hier, glaube ich, Munitionsstollen gefunden. Wir haben hier noch einen Lichtschalter. Eine Verteilung. Krass. Alles voller Mücken. Ja, gehen wir mal rein, ne? So, die Stromkabel sind runtergekommen. Das konnte es nicht mehr halten. Und da sehen wir noch die alte Fassung komplett. Hier. Ja, alte Munitionskästen. Oh ja. Schaut euch das mal an. Sprengbrand. Gar nicht mehr öffnen. Aber der hier. Da ist heute nichts mehr drin. Ich denke, die sind alle leer. Krass. Natolief gut angestrichen. Gehen wir mal weiter. Auch hier wieder ein Lichtschalter. Mal gucken, ob wir ein Ja erkennen können. 51. Ne? Oder? 22.51. Ist auf jeden Fall Nachkriegszeit. Ich meine, die Kästen lassen auf jeden Fall darauf schließen, dass es Nachkriegszeit ist. Was haben wir hier? Ja, wahrscheinlich auch ein altes Stromkabel. So, komplett abgefressen. Dann die Isolatoren für die Unterverteilung. Und ja, scheint mir so, als ob der Stollen zugeschüttet wurde. Ja, der ist zugeschüttet worden. Und ich glaube, es haben sich hier schon ein paar Leute versucht durchzugraben. Haben sie Glück gehabt, dass das nicht eingebrochen ist. Krass.
als ob das Tierspuren sind hier. Als ob hier Tiere gegraben hätten, die hier weiter wollten. Krass. Hier ist auch nochmal ein Zugang, der ist auch zugeschüttet. Hier sieht man noch die schönen Metallplatten. Und da einfach nur Sand drüber gekippt. Haben wir hier ein Datum? Ne, auch kein Datum. Okay. Nicht dein Ernst. Guckt euch das mal an. Das war ja schon krass hier. Aber das hier schlägt ihm fast den Boden aus. Hier ist sogar noch der Tragegriff dran. Hier auch. Wow. Was haben wir hier? Sprengbrand, Leutspur, Zerlegerladung. 13, 10, 12, 124. Krass, Packliste. Unvorstellbar, wie viel. Das ist alles die gleiche Munition gewesen. 32,5 Kilo. Unnormal. Guckt euch das mal an. Oh. Wie krass wäre das, wenn man hier noch was finden würde. Leer. Boah, wie krass wäre das, wenn hier noch was drin ist. Boah. Ich weiß gar nicht, wie man die aufbekommt. Wahrscheinlich hier nach oben. Ja, genau, nach oben. Aber die ist auch leer. Zum Glück, sonst müssen wir hier noch was melden. Hier sind schon welche am Vermodern. Naja, wenn es wirklich 52 oder 54, ich weiß das gar nicht mehr, war. Hier, das ist eine andere. 8-Patrone-Übung. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. Boah, gruselig. Wirklich gruselig. Und da hinten, hier scheint es auch wieder zugeschüttet worden sein. Ja, hier geht es nicht weiter, Leute. Also kleines, aber feines Teil. Aber das ist natürlich schon extrem krass. Das habe ich noch nie gesehen. Wirklich heftig. So, setzen wir uns mal hier hin. Ja, hi Freunde. Also, klein, aber fein, würde ich mal sagen. Also, ich bin wirklich begeistert von den Munitionskisten hier, von dem Zustand. Keine Graffiti, so gut wie keine Graffiti. So ein bisschen haben sie hier schon rumgesprayt, aber vielleicht ist das sogar aus dem... Ja, aus der Epoche dann, aus der die Munitionskisten hier stammen. Ich denke nicht, dass es Zweiter Weltkrieg ist. Dafür ist die Bauweise mir überhaupt nicht geläufig. Spielt aber auch eigentlich keine Rolle. Vielleicht war es damals gedacht, um die Sowjetunion entsprechend abzuwehren. Das, ja, was wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten ist, weil wir hier ja, von Waffen bzw. Sprenggranaten sprechen, die... so, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg nicht vorgekommen sind. Ich könnte mich aber auch irren. Aber das sieht mir definitiv auch von der Schriftart nicht nach Zweiter Weltkrieg aus. Auch wenn man sich das mal hier anschaut. Also das sieht nicht nach Zweiter Weltkrieg aus. Ne? Aber das ist auch, spielt auch keine Rolle, weil in Summe das Bauwerk einfach total interessant ist.
Und ja, ich werde jetzt noch ein, zwei Fotos machen für die Thumbnails werde ich jetzt noch Fotos machen und da werde ich mir noch ein, zwei andere Sachen heute anschauen. Also von daher, bleibt mir treu, folgt mir am besten gerne auf YouTube, aber auch gerne auf den anderen Kanälen. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und bis zum nächsten Mal, euer Random Life. Dankeschön.